Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserem Lager, schön oben in der Nacht leider, aber es ist Vollmond scheinbar. Oh, nicht wirklich, nein. Und wenn wir jetzt mal schauen, wir haben zwar eine Echse haben wir hier gefangen, Echsenhaut, eine Rüstung wieder. Rohes kleines Fleisch haben wir noch von irgendeinem Vogel und Federn, ja. Ich wollte eigentlich gucken, ob wir. Das ist ein Elch. Der ist nicht gefährlich, wenn man ihn nicht ärgert. Ja, ich wollte gucken, ob wir Stöcker haben und was wir aus den Stöckern dann noch Schönes machen können. Aber das ist wirklich hier, im Moment ist das wirklich hier unglaublich. Keine Stöcker weit und breit. Ich bin schon kurz davor. Ich überlege schon, ob ich den Titel vielleicht mal neu starten soll zwischendurch. Denn das kann ja nicht sein. Wir sind hier den ganzen Tag durch den tiefen Wald gelaufen. Haben zwei, wie viel haben wir? Zwei oder höchstens drei Stöcker haben wir gefunden. Das kann nicht sein. Oh, vielleicht sollen wir erstmal die großen Bauten hier bauen. Damit, wenn die großen Bauten gebaut sind, dann können wir erstmal sehen, dass die ganzen Kannibalen kommen und die Bauten kaputt machen. Aber so sind wir scheinbar ganz gut getarnt. Also die sehen uns nachts scheinbar gar nicht. Warum sind wir dann so leise? Naja, ich weiß nicht. Hören sie vielleicht ganz gut noch. Irgendwie sehen die nachts auch ganz gut. Ich finde das. Was? Ach so, das ist die Bank. Brauchen wir die Bank jetzt? Nein. Aha, da unten geht was ab. Da sind sie. Letzte Nacht oder am Abend haben sie noch Party gemacht. Jetzt geht's nach Hause. Haben sie genug gefeiert, dass die überhaupt noch laufen können und den Weg noch finden? Oh, die sind da schon gewohnt. Also die kennen sich damit gut aus. So mit den Partys. Da unten waren sie und haben hier mit den Frauen geschäkert. Ah, naja. Oh, wenn wir die Seilbahn zurückbauen. Oh, das wird gut. Wir können die Seilbahn, wir können das ja auch anders bauen, dass wir auf der anderen Seite noch so ein Podest bauen. Also das hätten wir jetzt so kompliziert hier gar nicht bauen müssen. Wir hätten das ruhig oben anbringen können und dann auf der Seite eben ein Podest bauen können. Ja, aber da muss man da drüben in der Panik dann vielleicht erstmal das Podest hochkommen. Und wenn da so ein freistehendes Podest rumsteht, da, ich kann mir fast vorstellen, dass das doch mal zerstört wird von denen. Irgendwann kriegen die das mit, dass das unser Fluchtweg ist. Können wir denn noch nicht schlafen? Ich mag hier in der Nacht nicht mehr rumzuhängen. Es war auch seltsam jetzt, es hat geregnet letztens, wir sind nass geworden also und uns wurde gar nicht kalt. Diese Echsenhaut, die wir da haben und dann noch diese Tarn-Echsenhaut, die wir uns da angelegt haben, die scheint auch vor Kälte zu schützen ein wenig. Wir waren sogar nass, ich glaube, wir sind sogar ins Wasser gefallen. Oder es ist einfach etwas wärmer, weil wir haben ja auch keinen Neumond. Ist ja zunehmender Mond oder ja, ich denke zunehmender Mond, weiß man jetzt nicht. Ja, und vielleicht deswegen. So, wir gehen mal schlafen, schön. Ach, herrlich. Und dann soll es doch gleich wieder rübergehen, denke ich. Fleisch nehmen wir mit, trinken können wir einen Schluck. Es hat ja geregnet. Fleisch haben wir im Gepäck. Ja, dann geht's sofort rüber. Herrlich. Jeden Morgen erstmal eine Runde Seilbahn fahren hier. Na, ob die sich wundern. Ja, und morgens dann hier erstmal die Echse suchen und jagen. Da drüben hat sich zum Beispiel was bewegt. Sind nur Gräser, die wehen im Wind. Also schön. Was machen wir? Hacken wir morgens noch ein paar Bäume? Oh, die haben Party gemacht. Die haben jetzt einen Schädel. Wenn wir jetzt anfangen, hier Bäume zu hacken, oh, die werden sich nicht freuen. Aber irgendwie sind die weg, die wir hier gehackt haben, meine ich. Da hätten noch sehr viel, sehr, sehr viel mehr hier rumliegen müssen. Da oben liegt noch einer und das ist nur ein Stein. War aber einer.
Für einen laufen wir jetzt nicht drüber. Ach, ich meine, für zwei auch nicht unbedingt. Ich überlege mir gerade, ob wir jetzt hacken. Die kommen dann ja sowieso irgendwann. Ja, da sind sie schon. Oder ob wir gleich rübergehen. Wo ist der andere? Da. Ja, dann hat sich das schon erledigt. Da war einer schon früh wach. Na, der hat sich das schon gedacht wahrscheinlich. Ach, der schon wieder. Ach, so ein Kopf. Hör mir bloß auf. Und jetzt will er auch noch hacken gleich. Nee, den knurre ich mal ordentlich an morgens. Dann weiß er schon mal Bescheid, dass es sowas nicht gibt hier am frühen Morgen. Vielleicht. Ja, das gefällt mir nicht. Da oben, das gefällt mir wesentlich besser, das da. Aber das andere, das können sie, glaube ich, kaputt machen. Ah, ich fürchte, das können sie zerstören. Wir haben auch nicht einen Stock gefunden, oder etwa doch? Nein, es ist nach wie vor. Irgendwie ist das mysteriös. Denn letztens sind wir hier rumgelaufen, das weiß ich noch. Und da dachte ich mir, wieso? Die Gegend ist doch wunderbar, hier sind überall Stöcke. Die wachsen so aus dem Boden raus. Und jetzt? Nichts mehr. Ja gut, auf der einen Seite haben wir alles abgeholzt. Aber man sieht, es wächst ja auch ganz schön schnell wieder nach. Ich meine, so ein hoher Baum, der kann ja nicht über Nacht gewachsen sein. Da muss ja irgendwann muss aber ein kleiner, zierlicher Baum, ein Stockbaum sozusagen gewesen sein. Ja. So, dann essen wir hier noch eine Kleinigkeit. Und dann gehen wir hacken. Ach, da ist ja doch noch einer. Ja, dann gehen wir eben nicht hacken. Ach komm, dann bauen wir drüben ein bisschen weiter. Dafür haben wir doch die verschiedenen Baustellen. Da drüben sind auch noch Bäume zu hacken. Und je öfter man den Weg läuft, umso besser kennt man den natürlich. Dann auch nachts nachher irgendwann. Oder wir gehen in Richtung Frauencamp. Das ist ja auch da oben. Also ich möchte nicht sehen, wie die da hausen. Zu nah ran möchte ich also nicht. Aber schon so ein bisschen in die Richtung, denke ich mal. Und da waren wir nämlich noch nicht so oft. Ja, da können wir mit Sicherheit noch einige... Oh, da können wir doch auch hier die Seilbahn rutschen, nutzen. Ja, das ist vielleicht sogar ganz gut. Haben wir da nicht gerade irgendwas gehört? Haben sie uns entdeckt? Wo ist denn da einer? Wahrscheinlich auf der Seite da irgendwo. Oh, jetzt weiß ich nicht, wir haben Essen dabei. Ach komm, irgendwas müssen wir machen. Da drüben sind auch noch Hölzer. Ach so, schade, oder? Verfolgt ihr uns? Wir rennen gerade in die falsche Richtung, ich weiß. Ah, nein, das ist nicht gut. Komm schön ins Wasser hier. Tja, nicht schlecht so ein Teich. Na gut, wenn sie nicht abhauen, ist das natürlich auch nichts wert. Und sie können auch hier reinspringen, ja dann. Aber wir konnten uns ein wenig ausruhen und sind schön frisch. Gebadet. Und tschüss. Ganz schön knapp. Das war jetzt aber knapp. Und wenn wir uns nachkommen, dann zünden wir einfach das Seil an. Aber dann kommen wir ja nie wieder hier raus.
Ach, einen Stock haben wir. Ja, dann bauen wir lieber erst den Stuhl fertig, finde ich. Wir haben gar keinen Stock. Ein Stock ist erst drin. Ah, ja, gut. Okay, wir machen erstmal Licht. Und suchen hier die Stöcker. Das ist aber dunkel heute. Ach, Seile sind voll. Ah, die sind oben bestimmt schon weg. Jetzt können wir aber mal so einen Gesundheitsteil nehmen. Doch, wir haben ja noch zwei Stöcker. Ach so, ja, die haben wir hier gerade gefunden. Ja, so ein gutes, also das große Health Mix. Das ist ja auch nicht übersetzt richtig. Gesundheitspaket hier. Gesundheitskräuter. Essen wir mal das große mit Plus hinter. Ah, das wird uns schon sättigen. Ja, und Gesundheit wiederherstellen. Ja, ich glaube, wir können sogar schon hoch. Und gucken, ob wir schon hier so einen Hirsch gefangen haben für unseren Stuhl. Ja. Ja, Sonne, Moment, wir sind ja mal so, zack. Ein weiter Weg, da sieht man das mal, wie tief diese Höhle ist. Was sich da denn einer gedacht hat? Ja, wir lassen mal ein Seil runter und gucken mal, was da unten ist. Aber dann sind die anderen wohl irgendwie abgerissen. Der ist ja scheinbar dann noch tiefer in die Höhle gegangen, wer auch immer hier das Seil angebracht hat. Aber die Restseile und Haken, die sind ja noch an der Wand. Aber da geht es ja auch nicht so richtig weiter. So, ich sag mal, es hätte doch eigentlich neu geladen werden müssen. Die Falle ist kaputt. Es ist aber nichts drin, oder? Ach so, reparieren mit einem Stock. Doch, hier ist irgendwas Totes liegt hier. Da ist doch der Totenkopf. Ich sehe hier einen Totenkopf. Oder irgendwer wurde getötet. Nur einen Stock. Kein Problem, wir haben doch hier Stöcker ohne Ende heute. Boah, Vorsicht! Was sehen meine entzündeten Augen da? Das war ein Volltreffer. Das auch. Warum treffen wir nicht? Ein Stock. Wir kommen gleich zurück. Bleib ruhig da. Hier ist nichts. Da ist ein Totenkopf zu sehen gewesen gerade. Was war das denn jetzt? Wo ist der Stock? Nee, reißen wir die dann wieder ab? Nee, wir spannen die, oder nicht? Abreißen ist C. Vielleicht müssen wir irgendein totes Tier oder was hier? Noch hinlegen. Irgendwie scheint das ja nicht geklappt zu haben. Der Totenkopf. Da ist ja immer noch der Totenkopf. Gefährlich heißt das vielleicht. Ich weiß es nicht. Da ist ja noch einer. Ach, das kann die unmöglich sein. Die kann das nicht sein. Da bin ich doch sicher. Leg drauf. Die war doch hier. Ja, aber mit einem Schlag auf den Kopf, das muss die gewesen sein. Da ist der Baum hier, den wollten wir.
Den wollten wir fällen. Dann haben wir gesehen, da ist eine Schildkröte und auf einmal war die da oben. Ja, der geht etwas schneller hier, der Baum. Ich hoffe ja, dass wir da 4 von diesen Stöckern rausbekommen mal. Nee. Leider, leider nicht. Ignorieren wir die einfach? Ja. Ja, wir suchen Stöcker. Und nochmal im Multiplayer habe ich mich so gewundert. Das sind diese Teile hier, bringen Stöcker. Diese. Zack, Busch gehauen. Zack, und ein Stock kam daraus. Die haben das irgendwie anders programmiert, meine ich. Ja, ich weiß, dass wir an jeder Ecke jetzt was zu tun haben. Aber vorrangig brauchen wir erstmal Stöcker, meine Güte. Das kann doch... Da, hier, sowas. Das ist das Einzige, woraus hier Stöcker kommen im Singleplayer. Kann man das nicht einstellen? Weil ich finde, aus so einem Gebüsch kriegt man bestimmt auch mehr als 2 Blätter nur raus. Hier haben wir so eine Giftpflanze. Hier steht ja nichts von Essen. Oder ist das kleine Gesicht vom Essen da? Ja, hier ja. Aber hier nicht? Ja, klar. Haben wir doch gegessen. Obwohl das Gesicht gar nicht da war. Oh, aus Versehen den Vogel. Ja, ja, aus Versehen, aus Versehen. Aber da bekommen wir auch kein Gift raus. Und keine Blätter und gar nichts aus diesen giftigen. 2 Blätter gesammelt immer nur. Hier, der sieht mir auch so dünn aus. Also wir hatten das hier mal, dass wir irgendwelche dünnen Bäume gefällt haben. Ach nein, 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 das war auch im Multiplayer. Oh, das habe ich mir doch fast schon gedacht, dass du hier auch noch rumrennst. Ja dann, muss der Baum erstmal dran glauben, bis du da wieder rauskommst. Baumfeld. Wo? Hier. Da ist der Stein. Die kann doch nicht so weit jetzt... Die kann doch nicht weggesprungen sein. Da ist der Stein. Nein, auch nicht. Da ist die Kröte. Da ist der Stein auch. Schön lecker Fleisch. Und den Panzer können wir sogar mitnehmen. Super. Ja. Dann geht es erstmal zurück, meine ich. Es sei denn, wir finden hier noch irgendwo ein Paradies. Ein Stöckerparadies. Ah, hier könnte man auch so schön bauen. Man könnte sich überall so kleine Forts bauen und dann mit den Seilbahnen immer von Fort zu Fort rüberrutschen. Oh, das wird einen Spaß geben. Ja, ein bisschen gucken wir nach den Stöckern so nebenbei. Ich denke da schon dran. Wenn wir schon mal in diese Richtung laufen, können wir auch gleich so ein paar Stämme hier noch mitnehmen. Ach, beim nächsten Mal nehmen wir den Schlitten mit. Wenn wir da runtergehen in die Richtung. Oh nein, die Stöcker. Nein, diesmal nicht. Diesmal kriegt ihr uns nicht. Nee, nee. Die sind für unseren Hasenkäfig erstmal. Das Geräusch ist ja grauenvoll. Hey, wir hätten das nicht auflassen sollen, ich weiß.
Wir lassen einmal ganz kurz die Tür noch auf. Sofort, zack, kommt einer rein. Da fällt mir eine Sache ein, da war ich auch etwas sprachlos. Mein Nachbar, der hatte das auch mal drauf. Ich habe Getränke bekommen, den lasse ich die ja auch arbeiten. Die tragen das dann in die Küche, finde ich immer voll super, dass die das machen. Getränke bekommen und die haben mir das so in die Küche gestellt. Ja, dann bin ich eben in die Küche gegangen nachher, als das drin war, zum Bezahlen. Da saß mein Nachbar am Tisch, Kopf am Schütteln. Stramm wie 10 Mann. Ah, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, was der wollte, aber der hatte irgendwelche Sorgen. Ja, von wegen. Nein! Von wegen, hier gehört ein Trampolin noch hin. Von wegen, ich wollte ganz elegant jetzt darunter. Das ist die Strafe. Ich weiß ja nicht mehr, was der von mir wollte. Der hat überhaupt gar keine Probleme. Der hat hier alles an sich gerissen, als die eingezogen sind. Wunderbar. Das erste, da haben die noch gar nicht hier gewohnt. Das erste erstmal den Garten platt gemacht. Wow, schön. Ich guck raus, Garten ist weg. Alles platt. Unglaublich. Ein Bär? Was war das? Ich springe hier runter, sofort. Ach, jetzt die Maus auch noch. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Was ist das denn hier? Was ist denn das? Was ist das? Hey, hast du das da hingelegt? Lass das! Was war das? Was, das ist aus dem Wasser gekrochen. Was war das? Oh mein Gott, das sind Kannibalen. Wer weiß, was die da gezüchtet haben hier. Was war denn das? Kleines. Ich wollte, erst dachte ich, oh, wie schön, das ist ja schön langsam. Und dann habe ich überlegt, was ist, das ist doch keine Leguan. Der sieht doch anders aus. Echse. Und dann habe ich überlegt, eine Schildkröte vielleicht, weil es so langsam ist. Und dann dachte ich, nein, auch dafür stimmt die Farbe nicht. Das war irgendwas Kleines. Was war das? Ich weiß nicht. Wollen wir noch hier sein überhaupt? Wollen wir nicht zusehen, dass wir bald mal von der Insel runterkommen? Haben wir in dieser Folge irgendwas geschafft? Die Folge? Wir haben die Tür aufgelassen unten. Das ist wie eine Einladung für sie. Was war das Kleine? Das muss ich mir nachher nochmal angucken. Ach, das war vielleicht irgendwas zu essen. War leichte Beute. Weg. Weg ist er. Nichts gefangen. Kein Hasen. Nein. Am Ende der Folge, ich habe das jetzt gar nicht so mitbekommen, da war so viel los gerade. Sieht er uns? Er knurrt. Ja, wie auch immer. Am Ende der Folge ist schon mal ein gutes Wort und ja, dann bedanke ich mich für euer Zusehen nämlich, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut. Hey, die können klettern! Und bis zum nächsten Mal, wollte ich sagen. Das ist ja fies. Was ist denn jetzt los? Haben wir 7 Tage irgendwie rum? Oder woran liegt das? Was ist mit denen los? Und er überlebt das aus der Höhe? Gibt's doch nicht. Okay, in der nächsten Folge geht's weiter. Das ist ja interessant jetzt. Und... Wow! Der hat uns gesehen, obwohl ich gar nicht gesehen habe, dass der uns gesehen hat.
Ja, okay, dann sag ich mal am Seil hängend und runterkletternd. Tschüss.